Das Mammon ist kein Fabeltier, ein Götze ist's, halb Bär, halb Stier. Gefährlich ist das Mammon. Es streift in seinem Jagdrevier umher und leidet große Gier. Gefräßig ist das Mammon. Die Marge ist sein Lebenssinn, es kann vom Maximalgewinn den Hals nicht voll bekommen. Und was es nicht verschlingen kann, davon legt es sich Vorrat an. Es investiert das Mammon. Es investiert in Unternehmen, wo ihm Menschen an Maschinen Nahrung produzieren. Und wenn sie dafür artig sparen, dürfen sie in seinen wahren Tempeln konsumieren. Ministern dreht es Waffen an, womit es am Krieg verdienen kann und lässt sich Zinsen geben. Es feiert mit Beisiegparaden Zivilisten und Soldaten, kostet es das Leben. Es investiert in Immobilienfonds in Hongkong und Sizilien und den Emiraten. Und wenn die Immobilien bröseln und die Rohstoffbörsen kriseln, spielt's mit Derivaten. Sein Vorrat schwillt gewaltig an und fängt er mal zu faulen an und seine Kurse fallen. Dann kann es das nur schwer ertragen, muss sich neue Beute schlagen, frischen Vorrat rallen. Auf seiner wilden Jagd nach Spendern nimmt es Geiseln ganzen Ländern, droht es mit Zerrüttung. Es braucht sofort Ersatz in Bar, es nötigt Parlamente gar zur großen Bankenrettung. In rigorosen Sparritualen sollen die Menschen noch verzahlen, bürgen stets die Armen. So werden die Vermögenslosen ihre Existenzen los in endlosen Reformen. Das Monster wächst, wird immer größer, jede Krise macht es böser, wütender und wilder. Längst zieht sich eine breite Fährte elends hinter Mammon her, kahlgefressener Felder. Wo sind die Menschen, die sich sehnen, nicht dem Mammon mehr zu dienen, eingepfercht im Käfig? Wann werden sie die Bestie töten und aus ihrem Käfig treten? Mammon herrscht nicht ewig.